Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem Video und zwar zu meiner Reihe. Ich zeige euch, was ich habe, also einzeln, bevor ich dann halt die Roomtour mache. Und ja, ich wollte jetzt mit meinen Stempeln weitermachen. Ich habe euch letztes im ersten Video ja gezeigt, meine Standschablonen. Und ich habe meine Stempel in CD-Hüllen. Die habe ich hier in der Schublade stehen. Das seht ihr dann alles im, wenn ich das die Roomtour fertig habe. Und ja. Und ich habe die mir immer hier so beschriftet mit Hochzeit und Blumen. Habe ich hier einmal Blumen. Und hier alles, was so mit Hochzeit zu tun hat. Ich habe euch hier wieder so an der Seite stehen. Ist für mich vielleicht einfacher. Dann hier Häschenstempel, das sind dann diese hier. Dann Bärchenstempel und Kuh halt. Dann Laufstempel, halt auch alle verkehrt. Das sind zwei verschiedenen. Und schaut, das habe ich dann so drin. Dann habe ich hier Traumfänger in Paris. Da habe ich mir meistens auch nur die Dinge ausgeschnitten, wo Paris drauf war, und habe es mir dann so zusammen gemacht. Dann hier Action Eulenstempel. Die Action Stempel vom Eulen Action Stempel. Man sieht, es ist nicht alles benutzt, aber ja, man hat es halt einfach. Traumfänger, Wolken und Co. Dann hier habe ich Mary Stempel. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Habe ich hier diese super süßen Meerschweinchen Stempel. Die habe ich bei Ali. Die hat mir eine liebe Zuschauerin mal geschickt per Insta. Kaffee und Tee Stempel. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen, weil ich habe einfach noch nicht überall das weiße Papier dran. Dann habe ich hier so Planner Stempel. Auch vom Action die. Mein Handy, ich mache es mal kurz leiser. Das war jetzt keine Absicht, dass ich den Ton anhabe. Und dann habe ich hier so Sprüche Handmade Deutsch, so deutsche Handmade-Sprüche. Dann auch so Wörterstempel in Englisch und in Deutsch. Dann Zahlen und nee, Buchstaben ist das. So alphabetmäßig. Dann hier so Zahlen und Schriftrollen. Und auch nochmal ein ABC. Dann hier so I Love Papa. Der habe ich mir damals gekauft für mein Album. Habe es ja wirklich verwendet. Und einmal so Sprüche und Engel. Nimm dir Zeit zu träumen. Es ist der Weg zu den Sternen. Wo sich dein Herz wohlfühlt, bist du zu Hause. Leben, lieben, lachen, genieße. Genieße den Moment, folge deinen Träumen, verleihe deinen Träumen Flügel. Und dann hier nochmal englische Sprüche. Dann habe ich hier so kleine Hund- und Katzenstempel. Sternstempel.
Dann Hintergrundstempel, auch das sind die vom Action, so teilweise, so mit Sprüchen noch. Pusteblumen und Co. Das sind so Pusteblumen. Und hier auch. Heißluftballons und Blumen und Co. Heißluftballon. Und Federn und so. Wie gesagt, nochmal Reisetiere-Stempel. Das sind so. Den habe ich beim Teddy gefunden. Da ist auch nochmal ein Eiffelturm drin. Hier den da. Das ist ja einer von den neuen Sets von Action. Dann habe ich hier meine Weihnachtsstempel. Da habe ich drei Sets. Das sind aber auch alle die vom Action. Das sind die mit den Stanzen. Dann habe ich hier noch so süße Waldtiere. Aber die habe ich auch schon benutzt, aber das sieht man da jetzt nicht. Da hatte ich auch den einen Stempel noch nicht. Na, bleib stehen. Jo, dann habe ich auch diese Teddys vom Action. Auch nur, da steht überall Teddy Action Stempel, dass ich das auch weiß. Teddy Tiere, auch Action. Und Katzen Action Stempel. Muss ich mal kurz gucken. Habe ich auch noch welche, wo nicht eingepackt sind. Aber das sind die nicht, weil ich habe ja noch diese hier. Die habe ich noch nicht in Hüllen gemacht, weil ich mir die erstmal gekauft habe. So, dann habe ich hier Baby, Fische, Ranken. Habe ich alles so in eins gemacht, weil ich wollte da jetzt nicht 10 Dinge anfangen. Schlüssel, Schloss und auch Action. Oh, falsch schon. Ja, und so Dinger, das habe ich jetzt nicht dabei geschrieben, ist auch nicht so wichtig. Blumenstempel gibt es ja beim Action ganz schön viele. Da habe ich einmal hier die. Das ist jetzt nicht Action, die Sonnenblume, aber ich habe es halt dazu gemacht. Zwei, das sind diese Rosen. Ist auch so. Nummer 4. Nummer 5. Das sind diese hier. Dazu kommen dann noch, kommen noch dieses Set. Das hat mir die liebe Steffi zukommen lassen. Ich glaube, ich habe noch welche. Moment. Ja, dann hier habe ich nochmal Fotobienen Kaktusse. Ist auch Action. Dann habe ich hier noch meine. Da habe ich hier diese. Dann habe ich hier diese. Von Gorgeous, die kleinen. Das sind Clear Stamps. Das ist ein Original. Das sind Ali-Produkte. Das sind dann. Einmal dieses Motiv. Dieses Motiv. Dieses. Dieses mit dem Fuchs. Ja, mit dem Fuchs. Und dieses hier mit der Schaukel. Den Gorgeous Stempel haben noch die Originalen. Habe ich auch einige. Ich habe auch noch einen ganz großen von der liebe Steffi.
Aber ich weiß nicht, da ist mir, glaube ich, hinten in die Schublade runtergerutscht. Da habe ich einmal noch den hier von Gorgeous. Den kann ich euch jetzt nicht zeigen. Da muss ich mir die Schubladen auseinanderbauen. Der ist mir, glaube ich, hinten runtergerutscht. Das war mein allererster. Der sieht deswegen auch schon so total verrebelt aus. Dann den hier im Buch. Den habe ich nämlich noch in ganz groß, den im Buch, weil es eins meiner Lieblingsmotive ist. Soll ich da eigentlich noch groß sagen, aber ja, das sind jetzt halt die großen Gorgeous-Stempel. Zwei, einmal den und einmal den. Habe ich noch kleine. Zweimal dieses Motiv. Dieses Motiv, da habe ich mir immer die Karten hinten dran gemacht, dass ich das sehen kann, was für Motiv das sind. Total schön. Ich muss mal unbedingt mehr wieder mit basteln. So, dann habe ich noch Holzstempel. Hier einmal Thank you, Merci, Danke. Und halt in alle Sprachen. Handmade, mit Liebe gemacht. Eine Pfote und mein Paris-Stempel. Hier alles auf meinen Laptop draufstellen. Dann komme ich zu meinen absoluten Highlights. Also das ist mein Heiligturm. Und zwar mal hier zu den Originalen von Harry Potter. Also ja. Dann hier, die gab es ja mal bei Ali. Die gibt es aber nicht mehr, weil ich wollte sie mir noch mal bestellen. Einfach so als Reserve. Kann euch mal zeigen, also die sind schon richtig benutzt. Also das mit dem, nicht dass ihr denkt, ich benutze die nicht, aber ich benutze die wirklich sehr oft. Die habe ich glaube nur einmal benutzt, einfach mal zum Testen. Dann kam heute an diese Stempel. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Da steht DA drauf, also von Harry Potter. Dann hier einmal Slytherin, Gryffindor. Das kommt so rum. Nee, das ist Gryffindor. Dann ist das. Nein, das ist Ravenclaw. Nee, das ist Gryffindor. Mann, das kann man so schlecht lesen. Ravenclaw. Da ist ja auch das R. Slytherin. Und Hufflepuff. Das sind halt die englischen Variationen. Hier einmal den Hut. Und hier einmal Snape. Also dann habe ich mir dazu bestellt den Stempelkopf und da kommt es halt dann da rein und kommt da die Farbe drauf, aber da bin ich noch am Rumexperimentieren. Das ist die Farbe, aber wenn nicht, hat man es halt einfach.
So, zum Stempeln habe ich selbst nicht mehr so viel. Habe ich einmal Memento. Stays on. Nochmal Memento, das ist noch original verpackt. Hier einmal dieses hier. Da habe ich noch ein offenes, da ist mir das Kissen kaputt gegangen, aber das denke ich, werde ich auch mal wegschmeißen. Dann hier mal Color Arts, das war auch mal von, ich glaube, Ideen mit Herz. Hier dann nochmal Memento Klein. Das hier und einmal ein Teddy-Stempel. Blöcke habe ich ganz viele. Aber meistens benutze ich ja meine Stempelhilfe, weil ich nicht so sauber stempeln kann. Und das ist ja dann diese hier. Die habe ich ja euch mal im Haul gezeigt. Und ja, das war es eigentlich schon an Sachen, was es zu dem Thema Stempeln angeht. Und dann würde ich sagen, beende ich das Video und wir sehen uns beim nächsten. Tschüss!